Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Pearl Harbor Director's Cut. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Film, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Pearl Harbor aus dem Jahr 2001. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Film. Jawohl! Pearl Harbor im Director's Cut, so sieht das aus. Diese Edition kommt hier in so einer Lederoptik. Es sieht wirklich aus wie so ein altes, ausgeblichenes Lederbuch oder so ein Ledereinband. Wir haben hier einmal die Überschrift, eine Jerry Bruckheimer Produktion, ein Michael Bay Film, Pearl Harbor Director's Cut, 3-Disc-Set DVD. Ansonsten wirklich rundum in dieser Lederoptik. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir die Infos zum Film, über 14 Stunden DVD-Extras zu einem der aufwendigsten und spektakulärsten Projekte der Filmgeschichte. Disc 1 mit dem Hauptfilm, Disc 2 die Bonusdisc und Disc 3 noch eine Bonusdisc. Ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge zusätzliches Material zu sehen. Die Beteiligten, Barcode, das Ganze ist ab 16 Jahren freigegeben. Dann schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier so ein dünner Pappschuber. So eine Schuberbox und hier kommt dann das eigentliche Stück zum Vorschein. Auch dieses hier komplett wieder in dieser Lederoptik gehalten. So, als erstes haben wir hier mal diverse Fotos vom Film, wie hier gerade die Japaner die amerikanischen Schiffe versenken. Ja, wie wir mittlerweile im Jahr 2020 ja wissen, haben die Amerikaner über lange Zeit schon im Vorhinein gewusst, dass die Japaner kommen. Und die Führung der Amerikaner hat hier wissentlich ihre Männer verheizt und ja, sterben lassen, um eben einen Eintrittsgrund für den Krieg zu haben. Das nur am Rande. So, wir haben hier einmal ein Booklet zu Pearl Harbor. Hier werden uns so diverse Sachen erklärt, Hintergründe. Es gibt jede Menge zu lesen hier. Dann haben wir hier einmal die Kapitelübersicht. Und weitere Hintergründe, Fotos, Originalaufnahmen, Schwarz-Weiß-Fotos, aber auch welche in Farbe hier vom Set. Ja, also hier gibt es jede Menge zu lesen und auch anzusehen. Hier kann man alles in Ruhe nachlesen. Wie ist der Film entstanden? Wo wurde das Ganze gedreht? All das kann man hier sehen. So, dann haben wir hier zum Abschluss auch nochmal die Infos über die Bonusinhalte, weitere Fotos, weitere Texte. Ja, und hier nochmal Originalaufnahmen. Das war es soweit zu diesem Booklet. Dann haben wir die drei Discs. Als erstes mal den Film, wie gesagt, der Hauptfilm hier im Director's Cut. Ab 16 Jahren. Und dann haben wir das Bonusmaterial, das sich hier auf zwei Discs verteilt. Einmal hier, Disc 1, also Bonus Disc 1 steht hier. Und dann DVD 3, in diesem Fall Bonus Disc Nummer 2. Das ist diese hier. Und dahinter kommt dann dieses Bild hier zum Vorschein. Also auch hier Wüste Szenen. Ja, so viel dazu. Das Booklet packen wir wieder zurück. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Hauptstück, also die DVD mit dem Film an sich, plus die zwei Bonus-DVDs, also insgesamt drei DVDs, plus das Booklet. Und das Ganze kommt hier in dieser Papphülle, in diesem Pappcase, in diesem Schuber. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Edition Pearl Harbor im Director's Cut. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Film bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr den Film feiert, falls ihr Pearl Harbor unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.